Wie kriegt man Stechbeitel so scharf, dass man sich damit rasieren kann und Papier ganz einfach schneiden kann? Das ist gar nicht so schwer und in dem Video möchte ich dir zeigen, was es alles für Methoden gibt, von günstig bis Profi, was ich alles, also ich habe diese ganzen Methoden alle selber benutzt und ganz wichtig in dem Video, es ist nichts gesponsert, kein Hersteller steht dahinter, das ist alles meine freie Meinung. Wir kümmern uns in dem Video jetzt vorrangig mal um Stecheisen. Das Ganze kann man aber auch für kleinere Hobeleisen nehmen. Im ersten Teil des Videos möchte ich euch die verschiedenen Schleifmittel zeigen, mit denen man so einen Stechbeitel hoffentlich scharf bekommt. Und im zweiten Teil des Videos verschiedene Methoden, wie man das Ganze dann auch hinbekommt. Als erste Methode nehme ich mal die Methode Schleifpapier. Ich habe jetzt hier ganz normales Schleifpapier. Das nehme ich für das Schleifen von meinem Holz. Und wenn ich jetzt da anfange zu schleifen, merke ich relativ schnell, obwohl das sehr, sehr gutes Schleifpapier ist, dass das relativ schnell stumpf wird. Warum? Naja, das ist kein Metallschleifpapier. Zumal ich habe jetzt hier 180er. Ich bräuchte im Endeffekt eine ganze Palette von, keine Ahnung, 120, 180, 200, 300, 1000, vielleicht sogar 2000, 8000. Also da bin ich eine ganze Weile beschäftigt und brauche ziemlich viel Schleifpapier, wenn ich anfangen möchte, mit Schleifpapier meinen Stechbeitel zu schärfen. Es geht, du brauchst aber unglaublich viel Schleifpapier, finde ich jetzt nicht unbedingt eine sinnige Methode. Dann haben viele vielleicht so einen Tellerschleifer daheim oder so einen Schleifbock mit so groben Schleifscheiben. Also ihr seht, ich mache das Ding nicht mal an. Natürlich kann man das hinhalten, aber richtig scharf fürs Holzwerken wird der Stechbeitel dann nicht. Vor allem, wenn ihr irgendwie 120, 180, das könnt ihr abhaken, das wird nie richtig rasiermesserscharf. Achtung und ganz wichtig, ich sage nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, es macht wirklich wenig Sinn, dass ihr Schleifpapier nehmt. Ich möchte in dem Video auch gar nicht über die verschiedenen Methoden urteilen. Ich möchte euch einfach nur näher bringen, welche Reise ich schon mit den ganzen Schleifgeschichten hinter mir habe und was ich für Erkenntnisse habe. Dass die Erkenntnisse natürlich variieren können zwischen verschiedenen Leuten und dass manche Leute sagen, das ist Quatsch, was du sagst, ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte euch bloß zeigen, was ich hinter mir hatte. Also wie gesagt, ich habe es dann auch mal probiert mit dem Schleifpapier. Ich habe das nie rasiermesser scharf bekommen. Mein nächster Stopp waren sogenannte Schleifsteine. Schon so aus. Die gibt es von günstig bis teuer. Günstig ist dann wahrscheinlich auch schon 20 Euro. Die kannst du, keine Ahnung, bis 80 Euro pro Stück kaufen. Die gibt es in verschiedenen Körnungen. Wir sehen jetzt hier, unten ist 240, hier oben ist 800. Und hier haben wir 3000 und das Weiße ist 8000. Jetzt können wir aber nicht einfach so mit diesen Steinen anfangen. Das wäre unglaublich schön, das habe ich mir vorher auch immer gedacht. Und zwar, diese speziellen Steine muss man wässern. Das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach anfangen. Also nimm mal an, du bist jetzt gerade so fröhlich am Holzwerk, machst du deine Vorrichtung oder deine Verzinkungen und stellst fest, ah kacke, der Stechbeitel ist nicht so scharf, ich sollte nachschärfen. Dann geht das nicht mal eben. Also ich habe das nicht mal eben, denn die Steine müssen zuerst mal vernünftig gewässert werden. Das seht ihr jetzt hier, hier tritt die ganze Luft aus und wird durch das Wasser ersetzt. Das heißt, diese Steine saugen jetzt Wasser auf. Das dauert jetzt auch seine Zeit, keine Ahnung, so ein, zwei Minuten. Und wenn die Steine dann mit Wasser vollgesogen sind, dann können wir im Endeffekt anfangen zu schleifen. Das heißt, ich nehme meinen Stein raus, natürlich erst den mit der groben Körnung. Ihr seht, also für mich war das immer eine unglaubliche Schweinerei. Du hast Wasser auf der Werkbank und was weiß ich was. So, jetzt nimmst du den Schleifstein. Wie gesagt, zu den Vorrichtungen komme ich nachher. Ich zeige das jetzt hier bloß exemplarisch. Und jetzt kann ich hier fröhlich anfangen mit meiner Vorrichtung oder mit der Hand hier auf meinem Schleifstein meine Stechbeitel zu schärfen. Jetzt habe ich, wie ihr gesehen habt, vorher vier Seiten. Das heißt, ich muss diesen Stein, wenn ich die erste Seite habe, muss ich den Stein drehen, muss die zweite Seite schärfen, dann brauche ich den zweiten Stein. Wir reden ja von Rasiermesser scharf. Ja, dann nehme ich den zweiten Stein, mache das. Dadurch entsteht Schleifabrieb. Das ist eine unglaubliche Schweinerei, habe ich für mich festgestellt. Dann drehst du auf 10.000. So, und die Sache ist jetzt natürlich die, wenn ihr das wirklich Rasiermesser scharf und glatt wollt, braucht ihr auf kurz oder lang für so einen Stein, der nutzt sich ab, da wo ihr schleift, übertrieben gesagt, ist der Stein irgendwann mal so, das geht relativ schnell. Das merkt ihr, wenn ihr schleift, habt ihr diesen Abrieb, das ist dann so ein Schlamm. Deswegen müsst ihr es am besten im Waschbecken oder irgendwo auf einer Matte machen, weil das ist eine unglaubliche Dreckelei. Irgendwann braucht ihr einen sogenannten Abrichtstein. Kostet auch wieder Geld. So 30, 40 Euro, gibt es auch für wesentlich mehr. Und da müsst ihr euren Stein dann abrichten. Das ist auch wieder eine unglaubliche Dreckelei. Also ich habe diese Methode, ehrlich gesagt, wirklich gehasst. Und ich habe das
ganz, ganz kurz nur gemacht, weil es für mich eine unglaubliche Schweinerei war. Mir hat es keinen Spaß gemacht. Es gibt natürlich so Werkzeugenthusiasten, für die ist das das Höchste im Leben, dass sie da stundenlang ihren Stechbeitel schleifen. Das ist auch vollkommen okay für mich, aber ich will einfach nur einen scharfen Stechbeitel, damit ich fröhlich meinem Hobby weitergehen kann und zwar irgendwas ausstemmen. Ja? Mein Hobby ist nicht das Schleifen. Wenn dein Hobby auch nicht das Schleifen ist, dann ist mein Rat an dich, diese Schleifsteingeschichte fand ich ehrlich gesagt immer unglaublich uncool, weil schmutzig, dreckig, dauert lang, Abrichtsteine teuer. Also das war für mich dann ganz schnell auch keine Option mehr. Dann habe ich mich so ein bisschen informiert, was gibt es denn alles? Und dann bin ich auf Diamantsteine gestoßen. Das sind diese schönen Teile hier. Das sind Metallplatten, die haben Diamantstaub drauf und die nutzen nicht ab. Das heißt, die bleiben immer perfekt plan und machen keine Höhle. Die habe ich mir dann gekauft. Mit denen war und bin ich auch sehr, sehr zufrieden, weil die einen sehr, sehr guten Abtrag haben. Die sind zwar relativ teuer, ich glaube, die kosten 180 Euro, die beiden Stück. Aber das war richtig gut. Das hat auch echt Spaß gemacht. Nachher bei den Vorrichtungen komme ich drauf, warum ich diese Methode auch nicht mehr nehme. Aber Diamantsteine, finde ich, sind ein super Ersatz für diese Schleifsteine, die man wässern muss und so weiter. Also bevor man sich so Wassersteine kauft, würde ich euch empfehlen, holt euch sogenannte Diamantsteine. Die Methode würde ich wahrscheinlich auch heute noch nutzen, wenn ich da nicht irgendwelche Drechseleisen gehabt habe, die du dann natürlich mit der Hand, das kriegst du mit der Hand nicht mehr hin, wenn die so röhren, das kriegst du mit der Hand einfach nicht mehr hin. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte man machen? Und dann habe ich mir im Endeffekt eine Schleifmaschine gekauft. So, der Hersteller von dem Gerät soll jetzt mal keine Rolle spielen. Und mit der Schleifmaschine oder mit der Art von Maschine bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe mir hier auch einen Diamantstein drauf gekauft, den gibt es auch ohne Diamant. Und das Gute an so einer Maschine ist, du hast hier dann eine Vorrichtung, mit der triffst du immer genau den Winkel, hältst das hin und 20 Sekunden später ist die ganze Geschichte fertig. Klar, du musst das Ding in die Vorrichtung einspannen, aber lass es lang, 5 Minuten dauern, dann ist dein Stechbeitel wieder so scharf, dass du dich rasieren kannst. Das kriege ich halt mit Steinen nicht hin. Ein Geübter, klar, der fängt dann irgendwie an so. Alles gut und recht. Wie gesagt, ich möchte euch nur meine Meinung schildern. Ich habe dann diese Schleifmaschine, auf der kann ich auch Drechseleisen machen. Und das ist mittlerweile die Art, wie ich meine Stechbeitel, Hobeleisen, Drechseleisen, wie ich das scharf kriege. So. Und das ist auch eine gute Überleitung zum Thema, was es für Vorrichtungen gibt, um den Winkel einzuhalten und die auch immer schärfen zu können. Wo wir wieder wie vorher zu der ganzen Handgeschichte kommen. Ich kann das natürlich mit der Hand hinnehmen, den Winkel erfüllen, der hoffentlich richtig ist, weil wenn ich den Winkel erfülle und der Winkel ist falsch, dann kann ich den Winkel nicht richtig treffen. Das heißt, ich muss den Winkel erfüllen und dann kann ich hier das mit der Hand machen. Das geht, wenn man geübt ist, bin ich mir sicher, gibt genug von euch, die schauen das Video jetzt an und sagen, ich mache das mit der Hand. Schön für euch, freut mich für euch, ich kann es nicht und ich denke auch, die meisten kriegen es ohne Übung auf keinen Fall winkelgenau hin. Das ist die erste Methode. Man merkt schnell, ist nichts für mich, brauche eine andere Methode. Ich habe mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da habe ich eine ganz, ganz, ganz einfache Vorrichtung gebaut. Mit der habe ich es dann halbwegs hinbekommen, das Ding im Winkel zu schleifen. Gibt es auch bei Amazon für, glaube ich, 12 Euro diese Vorrichtung. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich würde diese Vorrichtung gar nicht selber bauen, weil bei 12 Euro fange ich nicht an, Geld zu sparen. Da kaufe ich mir diese Vorrichtung, ich blende sie euch mal kurz ein und da kann ich dann auf meinem Schleifmittel, was ich euch gerade gezeigt habe, meinen Stechbeitel winkelgetreu schleifen. Das nächste, was ich mir dann besorgt habe, war diese Veritas-Vorrichtung. Das ist quasi so der Mercedes unter den Schleifvorrichtungen. Mit der war ich auch relativ zufrieden. So, ich habe hier das Stecheisen, das führe ich hier ein. Dann habe ich hier so eine Leere, das stoppt das Stecheisen. Und dann habe ich jetzt meine genau eingestellte Gradzahl, in dem Fall 25 Grad. Wenn ich das habe, mache ich das wieder ab. Und dann kann ich hier fröhlich auf meinem Schleifmittel meine Bahnen ziehen. Das geht super, das geht prima. Je nach Schleifmittel hast du ja auch einen guten Abtrag. Was mich allerdings bei der Methode wieder unglaublich angenervt hat, ist, dass wenn ich jetzt so einen Stechbeitel habe, den ihr vorher gesehen habt, der jetzt vielleicht nicht unbedingt winkelgenau ist, der hat beispielsweise 22 Grad, was jetzt nicht schlimm ist, aber wenn du 25 Grad willst,
und der noch ein bisschen vermackt ist, dann bist du hier eine ganze Zeit am Schleifen. Also das geht nicht innerhalb von ein paar Sekunden, das geht innerhalb von ein paar Sekunden, wenn der Stechbeitel einfach nur vom Arbeiten ein bisschen stumpf ist. Aber wenn der vermackt ist, dann bist du hier eine ganze Zeit dran, bis du den Winkel... Also ich habe hier teilweise wirklich schon mal eine halbe Stunde in einem geschliffen, eine halbe Stunde, der jetzt nicht mehr winkelgenau und vermackt war. Da war mir dann ehrlich gesagt irgendwann auch meine Zeit zu schade, hier an einem beschissenen Stechbeitel eine halbe Stunde rumzuschleifen, weil wenn du diese ganze Fläche, dann musst du die ganze Fläche ab... Also das war... Ne, da habe ich auch gesagt, ne, kein Bock mehr, ehrlich... Aber will ich nicht, ist mir meine Zeit zu schade. Ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, es geht nicht um den Hersteller der Maschine. Es gibt ja eine Vielzahl von solchen Maschinen. Mir ging es jetzt nur darum. Für mich ist diese Maschine der Optimalfall, weil ich spanne das in meine Vorrichtung ein, halte das hin und ungefähr 20 Sekunden später ist der vermackteste Stechbeitel einfach rasiermesserscharf. Ich ziehe den auf der Scheibe noch ab und dann ist das Thema durch. Meine ganzen Stechbeitel habe ich, keine Ahnung, wie ich das mache, habe ich in 20 Minuten habe ich alle Stechbeitel durch und es ist wirklich rasiermesserscharf. Das Ganze mache ich auch bei meinen Hobeleisen. Die nehme ich raus, schärfe die. Das mache ich, keine Ahnung, alle 2 Monate einmal oder so, dann ist auch gut. Und jetzt muss halt jeder für sich entscheiden, wie groß ist der Geldbeutel, wie genau möchte man arbeiten, denn wenn so ein Stechbeitel nicht wirklich ultra scharf ist und du möchtest ganz, ganz feine Verzinkungen machen oder das Holz wirklich abrasieren, dass das wirklich ganz, ganz toll ist, dann brauchst du einfach einen sehr, sehr, sehr scharfen Stechbeitel. Die verschiedenen Methoden habt ihr gesehen, auch wenn es ein bisschen subjektiv von meiner Meinung gefärbt war, also man merkt schon recht deutlich, ich bin absolut der Maschinentyp mittlerweile, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, das mit der Hand zu machen. Ist eine Sache am Geldbeutel und natürlich auch Skill. Ja, es gibt Leute bei YouTube, die machen das drauf und dann ist das Ding scharf. Ja, ich kann es nicht. Ja, mir ist es auch egal, ich will es gar nicht lernen und können, weil ich die Maschine habe. Ich kann euch wirklich sehr solche Vorrichtungen empfehlen, mit vielleicht sogar Diamantsteinen, die gibt es auch noch günstiger. Allerdings sind die günstigen, hat es geheißen, jetzt nicht unbedingt so haben so einen Abtrag wie jetzt hochwertigere. Also das ist natürlich immer so eine Balance, die man finden muss zwischen was habe ich an Geld und wie scharf muss er wirklich sein. Von Steine rate ich persönlich euch ab, ganz klar. Das finde ich keine gute Lösung, weil Wasser, Schmutz, Dreck abrichten, das ist eine Schweinerei, finde ich nicht geil. Es gibt wahrscheinlich jetzt genug, die finden es geil. Freut mich für euch, ich finde es ungeil. Ich tendiere dazu, wenn man sagt, man hat wenig Geld, holt euch so eine billige Vorrichtung von Amazon, nehmt billige Diamantsteine, probiert das mal aus, wenn der Geldbeutel ein bisschen größer ist. Wäre mein Tipp immer, holt euch eine Schleifmaschine, da könnt ihr auch ganz andere Werkzeuge noch schärfen, wie Drechseleisen, da gibt es ja Vorrichtungen dafür und so weiter. Also mein Tipp geht definitiv immer Richtung Maschine, aber ist eben eine Sache, die ganz stark am Geldbeutel hängt. Und jetzt ganz wichtig, jetzt dürft ihr mir, oder nicht nur mir, sondern auch der Community, eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, dass andere eventuell auch aus euren Kommentaren lernen können und nicht nur meine Meinung als einzige dasteht. Jetzt habe ich noch 2 Videos für euch. Das hier ist mein letztes Video. Von dem Video hier unten denke ich, dass es euch auch interessieren könnte. Und hier geht es zu meinem Shop, da findet ihr Werkzeuge, ganz viele Bauanleitungen und das Bastel-Merchandise.